Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kurs über die Rauhnächte. Mein Name ist Manuela Ulram, ich bin schamanische Beraterin und die Gründerin von The Living Harmony. Ich wurde immer wieder gefragt, was sind die Rauhnächte, wie machst du das und wieso und warum? Und ich habe dann gedacht, ich mache doch gleich ein Video, damit ich da ganz viele Leute erreichen kann. Alles, was ich jetzt hier in diesem Kurs erzähle, sind meine persönlichen Erfahrungen, meine eigenen, auch Ideen und so, wie ich es mache während den Rauhnächte und wie es einfach für mich persönlich stimmt. Ich weiß, jeder hat vielleicht seine eigenen Ideen und Vorstellungen, aber ich mache jetzt einfach so, was für mich in Ordnung ist. Wieso die Rauhnächte? Ich kam damals 2017 nach Österreich, ich war in den Ferien und dann kam ich in eine Buchhaltung und dann hieß es, da gab es ein Buch, das hieß die Rauhnächte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie was über die Rauhnächte gehört. Natürlich kaufte ich das Buch und ich war so begeistert über die ganze Magie. Habe ich natürlich gleich losgelegt 2017 und seitdem sind die Rauhnächte ein ganz fester Bestandteil meines Lebens. Ja, und warum mache ich das? Erstens, es ist eine ganz magische Zeit. Es ist die Zeit des Orakels. Es ist die Zeit der Wünsche. Es ist die Zeit, das Jahr zu reflektieren, Sachen loszulassen, die man im neuen Jahr nicht mehr benötigt. Und es ist einfach eine ganz magische Zeit. Und man merkt dann auch, wie nah man ist zu der geistigen Welt. Und die Portale öffnen sich dann um den 21. Dezember. Ja, und wann starten die Rauhnächte? Für mich starten sie am 25. Dezember und gehen bis 5. Januar. Und das ist die Zeit tiefes Bewusstseins, die Zeit der Meditation, die Zeit der Selbstliebe natürlich. Das zu machen, was man will, keine Kompromisse eingehen und einfach für sich da sein und für sich Gutes tun. Für mich sind die Rauhnächte sehr wichtig und damit wir die Rauhnächte auch gut starten können, braucht das ein bisschen Vorbereitung. Aber das macht ja auch so viel Spaß. Wir brauchen zunächst mal 12 Kerzen. Für jeden Monat des Jahres eine Kerze und für die Rauhnächte sind sie auch 12. 12 Kerzen. Wir brauchen Räuchersachen. Ich habe hier weißen Salbei, ein Palo Santo. Natürlich darf Lavendel nicht fehlen. Wir haben Orakelkarten, Rauhnächte. Ich habe Tarot, die Runen, Numerologie, dann brauchen wir noch Papier, und zwar, ich nehme immer sehr schönes Papier aus der Papeterie-Abteilung und mache ich auch schöne Mäscherchen drauf, und zwar ist das für die Wünsche. Wir werden uns nämlich 13 Wünsche aufschreiben, die Wünsche immer so formulieren, dass sie schon manifestiert sind. Ich bin glücklich, ich bin gesund. Ich bin zufrieden. Immer so schreiben. Die Wünsche auf schönes Papier schreiben. Man kann Mäscherchen machen. Ja, dekorieren, wie man will. Und hier geht's auch wieder ganz bewusst sein. Bewusst die Wünsche aufschreiben. Man benötigt eine schöne Box. Da kommen dann die Wünsche rein. Und 13 Wünsche. 12 Wünsche werden vom Universum erfüllt. Der 13. Wunsch, der übrig bleibt am 5. Januar, an dem Wunsch muss man dann selbst arbeiten. Und es ist immer wieder interessant, was so bei mir in den letzten Jahren ja zurückgeblieben ist. Und das hatte auch wirklich sehr viel Sinn dahinter. Ja, man tut dann die 13 Wünsche in diese Box. Jeden Abend zieht man einen Wunsch, blind, nicht gucken, auch nicht den Wunsch öffnen. Und dieser Wunsch wird dann zusammen mit Räuchersachen in einer kleinen Feuerzeremonie im Universum übergeben. Ich mache dann immer draußen ein kleines Feuerchen in einer Feuerschale, wie du willst. Du kannst es auch, wenn du keinen Garten hast, kannst du es in einer Pfanne machen. Ist alles dir überlassen.
Da brauchen wir einen roten Faden, weil auch um jeden Wunsch wird noch ein roter Faden drum gebunden. Das ist für die Wünsche- und Knotenmagie. Und ja, auch die Kerzen bekommen einen roten Faden. Jede Kerze wird programmiert. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber jede Kerze steht für ein Thema. Das heißt, wir haben den Januar. Der Januar steht für den 25. Dezember. Es ist die Stille. Der 26. Dezember ist der Frieden. Der 27. Dezember steht für Aufbruch, ist für den März. Also alles hängt zusammen, alles schwingt zusammen und das ist so spannend. Und dann tun wir die Kerzen entsprechend dann anschreiben, zum Beispiel, ja, erste Rauhnacht steht für dieses Thema, zweite Rauhnacht, dritte Rauhnacht. Und da wird jede Kerze einzeln angeschrieben und dann ganz bewusst dreimal Knoten machen mit rotem Faden. Das ist auch für die Wunscherfüllung. Ich mache das schon eben seit 2017 und im darauffolgenden Jahr, also nach den Rauhnächten, ist dann jede Kerze, werde ich dann immer am 1. des Monats anzünden. Also zum Beispiel hier habe ich jetzt die Novemberkerze und das war die 11. Rauhnacht und am 1. November werde ich dann diese Kerze anzünden, weil ich dann noch die Schwingung dieser jeweiligen Rauhnacht mit in den Monat nehme. Ist das klar? Macht das irgendwie Sinn für euch? Ja, und was wir noch brauchen, ist ein Tagebuch. Und zwar ist das auch die Zeit des Orakels. Ich schreibe mir auf die Träume, sehr wichtig. Das Wetter, was sehe ich für Krafttiere, für Vögel, für Geräusche. Also wirklich diese Tage ganz bewusst erleben. Natürlich wird viel orakelt in dieser Zeit. Das sind dann auch so diese Prophezeiungen für das kommende Jahr, die sich dann auch ergeben. Und da schreibe ich alles auch in ein Tagebuch. Und da ist auch wieder ganz bewusst ein schönes Tagebuch kaufen, was man dann auch mit Liebe schreiben kann. Und als letztes diese Leinwand hier. So eine Leinwand brauchen wir auch. Diese Leinwand wird in 12 Teile geteilt. Und das ist dann wieder so spannend. Ich hänge dann das auf. Und das wird dann beschrieben, und zwar, das seht ihr hier, das ist jetzt mein aktuelles. Jetzt sieht man das so in der Kamera. Alles, was ich da im Tagebuch ausführlich schreibe, schreibe ich jetzt hier einfach in Stichworte, was orakelt wird. Und so hänge ich das auf und kann dann jeden Monat gucken, oh, was erwartet mich, ah, das war so, ah, habe ich das Orakel, und es ist immer wieder spannend, was man orakelt und wie sich denn das im folgenden Monat widerspiegelt. Sehr spannend, ich liebe es. Und ja, das war einmal ein kleiner Überblick, was wir so alles benötigen für die Rauhnächte, um loszulegen. Also, geht los, kauft euch die Kerzen, schönes Papier, Räuchersachen, Karten, es ist ein bisschen an Vorbereitung, es ist eine intensive Zeit, braucht auch etwas Durchhaltevermögen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du einmal angefangen hast, die Rauhnächte zu zelebrieren, dann wird das immer ein großer Bestandteil deines Lebens sein. Ja, das war so ein kleiner Einblick für Kurs 1. Und dann gehen wir rüber zum Kurs 2 und dann zeige ich dir, wie wir dann die Kerzen programmieren. Also, bleib dran!